Sie haben gesehen, der Patient im Beispiel von Thomas hatte eine arterielle Hypertonie, oder mit natürlich der häufigste kardiovaskuläre Risikofaktor. Und eben Sie haben in der Hausarztpraxis eine enorm wichtige Aufgabe, diese Patienten bestmöglichst zu erkennen und dann gut einzustellen. Häufig geht das natürlich mit den Medikamenten exzellent, aber es gibt einen relevanten Teil der Patienten, wo wir am Anschlag kommen und dann froh sind, dass es zusätzliche Optionen gibt für Patienten mit refraktärer arterieller Hypertonie. Entsprechend ist das das Thema des zweiten Vortrags und ich darf Ihnen als Referent für dieses zweite Thema Professor Felix Mahfood vorstellen. Professor Mahfood hat am 1. Juni als Chefarzt und Professor für Kardiologie die Leitung der Kardiologie übernommen. Und insofern freue ich mich, ihn hier als neuen Chefarzt hier in Basel vorstellen zu dürfen. Als ich den Felix an den ersten oder zweiten Tag zum Mittagessen begleiten durfte, haben wir den Professor Dirk Schäfer getroffen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen den Professor Dirk Schäfer, den Chefarzt der plastischen Chirurgie, kennt. Der ist auch ungefähr so ein 2-Meter-Schrank. Und dann habe ich den Felix ihm vorgestellt und der Dirk war ganz begeistert. Endlich auch ein Großer wieder. Er war so begeistert von der körperlichen Größe von Felix. Und ich darf sagen, Felix ist nicht nur körperlich ein ganz Großer. Er hat viel Erfahrung in der Leitung einer universitären Klinik. Er ist ein exzellenter interventioneller Kardiologe. Er hat große Verantwortungen auch im Bereich der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie, die er übernimmt. Seine wahre Leidenschaft aber ist die Behandlung von Patienten mit refraktärer Hypertonie. Insofern freue ich mich, Felix, dass wir jetzt heute von deinem großen Wissen zu diesem Thema profitieren dürfen und herzlich willkommen an der MedArt Basel. Ganz vielen Dank. Ja, lieber Christian, meine Damen und Herren, ganz vielen Dank. Das ist natürlich eine tolle Gelegenheit, mich bei Ihnen vorstellen zu dürfen. Hier in meiner dritten Woche am Unispital in Basel, alles noch neu, alles noch aufregend für mich. Ich freue mich, über ein Hobby reden zu dürfen. Christian hat es schon gesagt, was ich wissenschaftlich in den letzten Jahren natürlich viel begleiten durfte. Und die therapierefraktäre Hypertonie ist sicherlich ein spannendes Thema, weil wir alle die Patienten kennen, die vor uns sitzen, und sicherlich auch kompliziert sind und schwierig zu therapieren sind, häufig Komorbiditäten aufweisen und wir uns manchmal natürlich auch fragen, naja, was können wir denn eigentlich denn noch anbieten mit den Patienten? Ich bin mit meinem Latein am Ende, das höre ich immer von vielen Kollegen, die Patienten dann auch zuweisen. Lassen Sie mich beginnen mit einem Patientin, die ich behandelt habe. Ähnliche Patientenbeispiele werden Ihnen sicherlich auch einfallen, wenn Sie sich um Patienten mit arterieller Hypertonie kümmern. 60-jährige Dame, so eine adrenerge Persönlichkeit, kriegt, wenn sie befragt wird hinsichtlich der Anamnese, direkt einen roten Kopf, kriegt so ein leichtes Exanthem am Hals, ist sicherlich auch aufgeregt, wenn man mit ihr spricht, beklagt häufig Kopfschmerzen, gibt dann noch Angina pectoris und Dyspnoe an, weshalb wir mittels Cardio-CT eine KAK ausgeschlossen hatten. Wir wissen, dass die Patientin eine linksventrikuläre Hypertrophie hat, also einen hypertensiv mediierten Endorganschaden. Sie sehen hier den Praxisblutdruck 165 zu 105, also keine Frage, das ist eine unkontrollierte arterielle Hypertonie. Herzfrequenz ist auch erhöht mit 96, EGFR ist noch erhalten, 68 Milliliter pro Minute. Und Sie sehen, dass die Patientin schon ganz gut therapiert worden ist, leitliniengerecht, mit einem Angiotensin-Rezeptorblocker, mit einem Calciumkanalblocker und mit einem Diuretikum, hier das HCT, in der Maximaldosierung 320, 10, 25 einmal am Tag. Wir haben das noch komplettiert, eine Langzeitblutdruckmessung durchgeführt und Sie sehen jetzt, dass wir das bestätigen können. Also es handelt sich um eine echte Hypertonie, kein Weißkittelhochdruck, Langzeitblutdruck, der Mittelwert 149 zu 91 und hier die Herzfrequenz 62 pro Minute. Also man sieht schon den Unterschied zwischen der Herzfrequenz im Office gemessen, die war ja etwas über 90 und hier 60. Also da gibt es offensichtlich ein Gap zwischen den beiden erfassten Herzfrequenzen. Und jetzt ist die Frage an Sie. Stellen Sie sich vor, die Patientin sitzt vor Ihnen. Was würden Sie als nächstes tun? Mehrfachauswahl ist möglich. Und ich bin gespannt, was Sie sagen. Würden Sie zunächst eine sekundäre Hypertonie ausschließen? Würden Sie direkt mit Spironolakton anfangen als Mineralokortikoidrezeptorantagonist? Würden Sie Clonidin geben? Würden Sie Bisoprolol geben als Beta-Blocker? Oder würden Sie mit der Dame diskutieren, ob möglicherweise eine device-basierte Therapie wie die renale Denervation in Frage kommt?
Gut, wir gucken vielleicht mal, wo wir stehen. 200 Kolleginnen und Kollegen haben schon abgestimmt. Gut, also 78% würden zunächst eine sekundäre Hypertonie ausschließen, 40% würden sagen, ich gebe Spironolakton, knapp 20% Bisoprolol, 6% würden eine renale Denervation diskutieren und 4% würden zusätzlich Clonidin geben. Gut, behalten wir das mal im Hinterkopf, wenn wir den Patientenfall jetzt durchdenken. Vielleicht ganz kurz noch ein bisschen zur Epidemiologie der Erkrankung. Also wir sprechen ja von einer therapieresistenten Hypertonie dann, wenn wir drei oder mehr Medikamente einwenden aus den Hauptklassen inklusive eines Diuretikums in maximal oder maximal tolerierter Dosierung. Wir müssen einen Weißkittelhochdruck ausschließen, das heißt, wir müssen immer eine Langzeitblutdruckmessung oder häusliche Blutdruckmessung durchführen, um wirklich sicher zu sein, dass das eine echte Hypertonie ist. Eine Pseudoresistenz ausschließen und natürlich auch daran denken, dass Patienten nicht adherent zur Therapie sein können. Wir müssen eine sekundäre Hypertonie bei den allermeisten Patienten ausschließen, wenn wir eine Therapieresistenz sehen. Und vielleicht nur als Ergänzung, weil es manchmal durcheinander kommt, die refraktäre Hypertonie, das ist eher die amerikanische Terminologie hierfür, das ist dann zu finden, wenn wir mehr als 5 antihypertensive Substanzen anwenden, auch dann, wenn der Patient kontrolliert ist. Prävalenz ist ziemlich schlecht abzuschätzen, weil wir nicht genau wissen, wie viel eine echte therapieresistente Hypertonie. Es liegt so etwa, je nachdem, wo man reinschaut, zwischen 5% und 35% aller behandelten Patienten. Ich hatte schon gesagt, die Pseudoresistenz gilt es immer auszuschließen und ich glaube, in den letzten Jahren haben wir extrem viel gelernt über Nicht-Adherenz zur Pharmakotherapie. Wir glauben immer, dass Patienten die Medikamente auch einnehmen, die wir aufschreiben. Das ist aber nicht so ganz häufig. Und wenn man sich das systematisch anguckt mit toxikologischen Untersuchungen, dann sieht man sowas. Also Patienten kommen zu uns in die Praxis oder in die Klinik mit einer therapieresistenten Hypertonie, mit einer fraglichen therapieresistenten Hypertonie. Und wir machen toxikologische Analysen. Dann sehen Sie, dass 20% der Patienten, knapp 20% der Patienten überhaupt kein Medikament eingenommen haben, komplett nicht adherent sind. Und fast jeder zweite Patient hat eine partielle Nicht-Adherenz. Das heißt, das ein oder andere Medikament wird vom Patienten ausgelassen. Wann sollen wir, und das haben 78% von Ihnen ja ganz richtig gesagt, an eine sekundäre Hypertonie denken? Wann soll man das ausschließen? Dann, wenn es irgendwie nicht so zur Anamnese passt, also bei ganz jungen Patienten, bei schweren hypertensiven Erkrankungen, wenn wir einen plötzlichen Beginn oder eine rapide Verschlechterung der arteriellen Hypertonie haben. Und dann, wenn wir eine resistente Hypertonie sehen, also das bei unserer Patientin, das ist ein schönes Beispiel, Patientin mit linksventrikulärer Hypertrophie als hypertensiver Endorganschaden, und eine resistente Hypertonie, das ist sicherlich jemand, wo man eine sekundäre Hypertonie ausschließen sollte. Patienten, die sich vorstellen, in der Notfallstation mit einem hypertensiven Notfall oder einer schwergradigen Hypertonie. Und dann, wenn wir hypertensiv bedingte Endorganschäden sehen, also Urinalbumin-Kreatinin-Ratio zum Beispiel, eingeschränkte Nierenfunktion, auch das Vorhofflimmern, diskutiert der ein oder andere als hypertensiv mediierten Endorganschaden oder klassischerweise für uns als Kardiologen natürlich die linksventrikuläre Hypertrophie. Hier gilt, was häufig ist häufig und was selten ist selten. Denken Sie an die Anamnese, das muss irgendwie zueinander passen. Also wenn der Phänotyp nicht dazu passt, dann braucht man auch nicht bei jedem Patienten ein Cushing-Syndrom ausschließen. Genauso ist das mit dem Pheochromozytom, wenn die Anamnese nicht dazu passt, also wenn jemand immer erhöhte Blutdruckwerte hat, aber nicht über diese krisenhaften Blutdruckanstiege spricht oder das beklagt, dann braucht man auch nicht bei jedem Patienten ein Pheochromozytom ausschießen. Und Sie sehen sicherlich die häufigste Endokrinopathie, die zur therapieresistenten Hypertonie führt, ist der Hyperaldosteronismus. Und das ist sicherlich auch etwas, was man bei diesen Patienten entsprechend ausschließen sollte. Was sind Risikofaktoren für resistente Hypertonie? Alter, männliches Geschlecht, Adipositas, Patienten mit afroamerikanischer Herkunft und dann Komorbiditäten oder hypertensiv medierte Endorganschäden. Auch dann müssen wir daran denken. Diabetes, Nierenerkrankung, linksventrikuläre Hypertrophie, hatte ich schon gesagt. Immer dann, wenn Sie das sehen, in Kombination mit einem Hochdruck, denken Sie, dass eine resistente Hypertonie vorliegen könnte. Vielleicht zum ersten Teil schon mal drei Take-Home-Messages.
unkontrollierte Hypertonie trotz drei antihypertensiver Medikamente inklusive Diuretikum. Das ist die Definition der therapieresistenten Hypertonie. Prävalenz so etwas unter 10% wahrscheinlich bei Patienten mit behandeltem Bluthochdruck. Ausschluss Pseudoresistenz und sekundäre Hypertonie ist ganz wichtig. Und Assoziation mit kardiovaskulären Erkrankungen haben wir schon besprochen, insbesondere natürlich auch der Herzinsuffizienz. Nun stellen Sie sich vor, wir haben es diagnostiziert, dann kommt im nächsten natürlich die Frage, was kann ich denn jetzt tun, um das Ganze zu behandeln? Als erstes Lebensstilmodifikation. Da war die ganze Zeit unklar, was bringt denn Lebensstilmodifikation für Patienten mit therapieresistenter Hypertonie? Die Frage ist beantwortet worden vor 3 Jahren mit einer Arbeit, die hier in Circulation publiziert worden ist. Man hat 140 Patienten mit therapieresistenter Hypertonie in diese Studie eingeschlossen. Sie sehen die typischen Komorbiditäten, auch das typische Alter, 60 Jahre, ein Drittel hatte einen Diabetes, ein Fünftel eine Niereninsuffizienz und der Body Mass Index war etwa 36 Kilogramm pro Quadratmeter. Und dann hat man ein sehr intensives Training mit den Patienten gemacht, nicht nur sportlich, sondern auch Ernährungsberatungen gemacht, mehrfach pro Woche mit entsprechend ausgebildeten Trainern, die das gemacht haben, gegen eine einmalige 60-Minuten-Beratung während des stationären Aufenthalts dieser Patienten. Und was sieht man? Man kann dazu beitragen mit diesem sehr intensiven Training für viele Monate, dass die Patienten etwas mehr laufen, dass sich die VO2 Max etwas verbessert. Aber wir sehen schon eigentlich einen minimalen Effekt auf das Gewicht, nur 3 Kilogramm Body Mass Index, 1,1 Kilogramm pro Quadratmeter in der Reduktion. Überhaupt kein Unterschied, was Kalorien oder Komposition der Ernährung angeht. Trotz dieses intensiven Trainings hat das zu keinem positiven Effekt beigetragen. Und wir sehen moderate Blutdruckeffekte hier, so etwa 5 mm Hg auf den systolischen Blutdruck hier in der Klinik und auf den ambulatorischen Blutdruck. Wenn man sich im Delta anguckt zur Kontrollgruppe, auch so etwa 6 mm Hg. Also funktioniert, das sind sicherlich auch wichtige Blutdrucksenkungen, aber intensives Training bedeutet eben auch, dass das sehr kostenintensiv ist und dass man natürlich die Patienten dazu animieren muss. Und in dieser Studie war es eben so, dass sehr viele Patienten schon zurückgeschreckt sind, nachdem sie gehört haben, was auf sie zukommt. Jeder Dritte, 50% der Patienten waren berentet oder arbeitslos. Das heißt, die hatten auch die Zeit, an diesem Training teilzunehmen. Die Langzeiteffekte sind einfach unklar. Wir wissen nicht, was von diesem kombinierten Training letztlich dazu geführt hat, dass die Patienten ihren Blutdruck reduziert haben und sicherlich da braucht man mehr Evidenz, um das noch ein bisschen klarer herauszuarbeiten. Wie sieht es aus mit der medikamentösen Therapie? Und ich habe mich jetzt im Vortrag nur darauf bezogen, was im Moment verfügbar ist. Es gibt eine Pipeline von neuen Substanzen, die wir in den nächsten Jahren sehen werden, mit denen wir uns auch auseinandersetzen werden. Tolle Substanzen, aber ich glaube, im Moment ist es wichtig für Sie in der klinischen Praxis, nochmal an diese Studie zu denken. Das ist die Pathway-2-Studie in Großbritannien durchgeführt. Und hier hat man Patienten mit therapieresistenter Hypertonie in so einem Ringdesign verschiedene Substanzen verabreicht. Das Spironolacton, und das war ja schon die zweithäufigste Auswahlmöglichkeit als Mineralorezeptorantagonist, gegen Doxazosin getestet, gegen Placebo, gegen Bisoprolol. Jeder Patient hat jede Substanz bekommen für 12 Wochen, dann gab es ein Auswaschen und dann hat man die einzelnen Gruppen miteinander verglichen und Sie sehen, dass die Effizienz für das Spironolacton am höchsten war, so etwa 8 mm Hg. Und wenn ich mir jetzt angucke, Spironolacton gegenüber Doxazosin, 4 mm Hg höhere Blutdrucksenkung und gegen das Bisoprolol auch nochmal 4 mm höhere Blutdrucksenkung. Es gibt eine Studie, die hat Spironolacton gegen Clonidin und das war ja auch eine Möglichkeit getestet hier, in Brasilien durchgeführt und dann sieht man, dass beides funktioniert. Also man kann auch anstatt Spironolacton Clonidin nehmen, was ja ein bisschen bradykardisierend wirkt, was häufig so eine Mundtrockenheit bei den Patienten macht und auch Schwindel nicht so wirklich gut vertragen wird. Aber wenn man sich die reinen Blutdruckeffekte anschaut hier, dann sehen Sie auch für die Langzeitblutdruckmessung etwa eine Blutdrucksenkung von 8 bis 10 mm Hg für den systolischen und so etwa 6 mm Hg für den diastolischen Blutdruck. Was muss man beachten? Diese Schwindel, diese Bewusstseinsstörung war für das Clonidin signifikant höher als für das Spironolacton, aber hier unten die Hyperkaliämierate 14% bei den Patienten, die das Spironolacton bekommen haben, sicherlich eine der häufigsten Komplikationen dieser Therapie und das muss man dann auch gerade bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion entsprechend berücksichtigen, dass das vielleicht nicht die optimale Therapie ist. Was kann man noch machen? Man kann
gerade wenn es noch eine zusätzliche Indikation gibt, auch mal über Angiotensin-Rezeptor-Neprolysin-Inhibition nachdenken, das Entresto. Hier gibt es eine Subgruppenanalyse einer Studie, die das Entresto gegen Placebo bei Patienten mit erhaltener Pumpfunktion getestet hat. Das war die Paragon-Studie und hier hat man sich die Patienten mit resistenter Hypertonie einmal angeschaut und dann sieht man, dass die Patienten, die das spüren oder die das den Angiotensin-Rezeptor Neprolysin-Inhibitor, das Entresto bekommen haben, eine zusätzliche Blutdrucksenkung hatten, verglichen zum Placebo und vor allem die, die trotz Spironolactonen einen erhöhten Blutdruck hatten, das waren die, die hier in dieser Analyse die höchste Blutdrucksenkung bekommen haben. Ist natürlich für die Indikation der therapieresistenten Hypertonie hier in der Schweiz und in Europa nicht zugelassen. In Japan und in China ist das der Fall, weil die häufig eine salzsensitive Hypertonie haben. Aber auch etwas, was man im Hinterkopf behalten sollte bei diesen ganz schweren Hypertonikern, eine Möglichkeit, den Blutdruck weiter positiv zu beeinflussen. Ganz zum Schluss und das ist das letzte Thema dann meines Vortrags, device-basierte Hypertonie. Welche Möglichkeiten gibt es hier? Wir können das vegetative Nervensystem in seiner Funktion modulieren, indem wir die nierensympathischen Nervenfasern abladieren durch spezielle Kathetersysteme. Und ich habe Ihnen hier jetzt eine Folie mal mitgebracht, die auf der linken Seite die verfügbaren Systeme zeigt. Und das sind jetzt alles Systeme, Devices, die in randomisierten, scheinkontrollierten Studien getestet worden ist. Ende letzten Jahres hat die US-amerikanische Food and Drug Administration 2 dieser Devices zugelassen. Das ist einmal ein Spiralkatheter, der Radiofrequenzstrom abgibt, um diese sympathischen Nervenfasern in ihrer Aktivität zu modulieren. Und unten sehen Sie der zweite rote Kasten um ein ultraschallbasiertes System, was im Prinzip genauso funktioniert, gibt auch Hitze ab, aber nicht über Radiofrequenz, sondern eben durch Ultraschall. Wir können damit Blutdrucksenkungen erzielen. Das sind jetzt verschiedene randomisierte, scheinkontrollierte Studien in verschiedenen Patientenpopulationen, die die Effektivität dieser zugelassenen Systeme entsprechend auch zeigt. Und Sie sehen abhängig von der untersuchten Studienpopulation auch eine Variabilität in der Scheinbehandlungsgruppe. Wenn man sich das jetzt über einen längeren Verlauf anguckt und dann kommt natürlich immer die Frage, wie lange hält denn dieser Effekt an, dann sehen wir jetzt hier beispielsweise in einer Patienten-Meta-Analyse mit über 4000 Patienten, dass dieser Effekt über die Zeit hin zunimmt. Also nach 3 Jahren sprechen wir hier von Blutdrucksenkungen von etwa 18 mm Hg, im Praxisblutdruck von etwa 15 mm Hg, im ambulatorischen Blutdruck. Und das ist ein Effekt, der Tag und Nacht, unabhängig von der Medikamenteneinnahme, für die Patienten zum Tragen kommt. Was sagen die europäischen Leitlinien jetzt dazu? Und die Leitlinien haben hier eine Empfehlung gegeben, einmal von der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie in einem Konsensuspapier, dass wir dieses Verfahren überlegen sollten und diskutieren sollten mit Patienten, die eine therapieresistente Hypertonie hatten, 140 über 90, trotz der Einnahme von 3 antihypertensiven Substanzen, das haben wir schon gehört. Wir müssen Weißkittelhochdruck ausschießen. Die EGFR sollte erhalten sein, über 40 Milliliter pro Minute, das kommt aus den durchgeführten Studien. Und wir sollten es auch erwägen bei Patienten mit Medikamentenunverträglichkeit, auch die kennen wir, ganz komplizierte Patienten häufig, die eine lange Liste an Nebenwirkungen beklagen, gar kein Medikament vertragen und für die könnte eine device-basierte Therapieoption auch ein probates Mittel sein, den Blutdruck zu senken. Was sagen die europäischen Hochdruckleitlinien und auch hier ist jetzt die renale Denervation wieder zu finden. Sie sehen hier unten, dass wir die renale Denervation immer dann, wenn wir eine therapieresistente Hypertonie bei unseren Patienten sehen, also 3 antihypertensive Substanzen, Sie sehen hier die EGFR über 30 Milliliter pro Minute, dann können wir entweder Spironolactonen mit der Patientenkohorte diskutieren oder den Beta-Blocker oder den Alpha-Blocker oder ein zentral wirksames Sympatholytikum oder eine renale Denervation. Also hier kommt die Patientenpräferenz, der Wunsch des Patienten nach der nächsten Therapieoption auch zum Tragen. Und das ist sicherlich etwas, was wir auch in die Diskussion mit einbeziehen sollten. Wir haben das mal versucht, etwas umzuformulieren. Ich glaube, zunächst geht es darum, die echte Therapieresistenz zu identifizieren. Stärkung von lebensstilmodifizierenden Maßnahmen haben wir schon diskutiert. Und dann gemeinsam mit dem Patienten zu besprechen, was er oder sie möchte. Wir haben auf der einen Seite die Möglichkeit, die Pharmakotherapie zu intensivieren. Wir haben noch eine Liste von Medikamenten, die wir zum Teil schon in dieser Sitzung hier diskutiert haben. Oder wir besprechen mit dem Patienten,
dass die renale Denervation zum Tragen kommt. Das ist nicht exklusiv, also das eine schließt nicht das andere aus, sondern es besteht natürlich immer die Möglichkeit, das eine und das andere zu tun. Das Ziel muss es nur sein, den Blutdruck dieser Hochrisikopatienten möglichst rasch zu kontrollieren, in der Regel ja mit Devices und Medikamenten und Lebensstilmodifikation zusammen. Ich habe gedacht, wir schließen das nochmal ab mit der gleichen Frage. Also, was würden Sie tun, wenn Sie diesen Patienten jetzt bei sich sehen würden? Bleiben Sie bei Ihrer Meinung, bei Ihrer Einschätzung oder würden Sie vielleicht zu etwas anderem greifen? Ich bin gespannt, wie Sie jetzt am Ende abstimmen. Einige Sekunden, dann klicke ich schon mal weiter. Aha, immerhin, fast verdreifacht die Anzahl Kolleginnen und Kollegen, die auch eine renale Denervation diskutieren. Und genauso ist es auch. Ich hätte bei dieser Patientin wahrscheinlich auch Spironolactone dazugegeben, weil ich gewusst hätte, dass ich trotz des Spironolactons nicht dahin komme, wo ich hinkommen will, hätte ich zeitgleich auch eine renale Denervierung mit der Patientin schon besprochen. Genau das gleiche wie hier dargestellt. Clonidin wäre ich ein bisschen zurückhaltend gewesen wegen der niedrigen Herzfrequenz im 24-Stunden-Profil 62. Genauso mit dem Beta-Blocker. Das hätte ich bei dieser Patientin wahrscheinlich eher nicht gemacht. Damit bin ich am Ende meines Vortrags. Freue mich auf Ihre Fragen und freue mich auch, mit Ihnen gemeinsam Patienten besprechen zu können. Vielen Dank. Felix, vielen Dank für diesen super Vortrag. Vielen Dank für Ihre exzellenten Fragen. Ich versuche sie so ein bisschen auch analog deinem Vortrag zu ordnen und würde von dir als Experte gerne einen Tipp bekommen. Wie kann ich, du hast gesagt, 20% meiner Patienten nehmen die von mir verordneten Patienten gar nicht und 40% nur zum Teil. Welche Tricks funktionieren, um das jetzt schneller zu erkennen? Aber vielleicht auch im zweiten zu erreichen, dass die Adhärenz höher wird. Ja, also sobald Sie einen Patienten sehen, der 4 oder 5 Medikamente jeden Tag einnehmen muss, muss man schon mal hellhörig werden, weil wir wissen, dass die Tagesdosen korreliert mit der Nichtadhärenz. Ab 5 haben wir etwa eine Nichtadhärenzrate von knapp 50%, also 5 Pillen. Das heißt, wir müssen alles tun, die Therapie zu simplifizieren. Das heißt, Fixkombinationen, findet sich auch in den Leitlinien, Fixkombinationen verwenden, wann immer Sie können, komplizierte Therapieregime abschaffen, die Mittags- und die Abendsdosis sind die, die am häufigsten ausgelassen werden. Wie erkenne ich Nichtadhärenz? Da gibt es so ein paar Sachen. Also wenn ich sehe, jemand hat eine Hochdosis Beta-Blocker, sitzt vor mir, hat eine Herzfrequenz von 90, passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Für die SGLT2-Inhibitoren zum Beispiel, in Urinstatus machen, wenn da keine Glucose drin ist, weiß ich auch, der Patient nimmt die Tabletten nicht. Dann kann man eine Sache noch machen, die hilfreich ist. Man kann eine Directly Observed Therapy machen, DOT. Das heißt, der Patient kommt mit seinen Medikamenten zu Ihnen in die Sprechstunde. Sie bitten ihn, die Tabletten zu nehmen unter Aufsicht und Sie legen dann die Langzeitblutdruckmessung an. Dann wissen Sie, dass diese Langzeitblutdruckmessung unter der Therapie stattgefunden hat. Das ist etwas, was man machen kann. Und sonst ist das total schwer. Es gibt ein paar Risikofaktoren, die mit Nichtadhärenz assoziieren, aber es vorherzusagen, man ist manchmal wirklich überrascht, wer nicht adherent ist zur Therapie, hat übrigens auch nichts mit dem Bildungsstatus der Patienten zu tun. Dann die nächste Frage, die viele von Ihnen interessiert, ist bezüglich dem HCT als Teil in fast allen oder ganz vielen Kombinationspräparaten. Und dem Risiko bezüglich manchen Arten des Hautkrebs, so vor 3, 4 Jahren ein großes Thema, jetzt wieder vollkommen verschwunden. Könntest du uns nochmal ein Update geben? Was ist die Evidenz? Gibt es einen Grund, jetzt unter den Thiaziden einst wirklich zu bevorzugen? Also beschäftigen wir uns auch wissenschaftlich mit Photosensitivität und Toxizität, ganz spannendes Thema. Das sind die Sulfonamid-Brücken sozusagen, die Endgruppen, die da dranhängen, die dazu führen können, dass bestimmte Substanzen photosensitivierend bzw. phototoxisch wirken. Das bezieht sich aber auf alle Diuretika, inklusive der Schleifendiuretika. Also es gibt, wenn man Diuretika verwendet, keins, was ein besseres Profil, ein sichereres dermales Profil hat bezüglich des Auftretens von Plattenepithelkarzinomen
als andere? Also das ist eine prinzipielle Frage, die man sich stellen muss. Wenn Sie Diuretika geben, haben die im Prinzip immer ein leicht erhöhtes photosensitivierendes Potenzial. Das muss man berücksichtigen. Ich setze es nicht bei meinen Patienten ab, nicht bei allen, sondern nur bei denen, die wirklich viel Sonnenexposition haben oder die eine Vorgeschichte von Plattenepithelkarzinom, Melanomen der Haut hatten. Das sind die Patienten, wo ich aber dann mit allen Diuretikern eher zurückhaltend wäre. Dann dürfen wir von dir einen praktischen Tipp. Du hast gesagt, Ausschluss der sekundären Hypotonie-Ursachen. Wie macht man das? Gibt man für manche Sachen muss man gegebenenfalls die antihypertensive Medikation sogar anpassen? Gibst du genau deine Tipps dazu? Also was häufig ist, ist häufig, was selten ist, ist selten, habe ich schon gesagt. Pheochromozytom nur ausschließen, wenn es passt. Cushing-Syndrom nur ausschließen, wenn es passt. Ein Con sollte man immer machen. Da gibt es Interaktionen mit Medikamenten, dann gerne Rücksprache mit uns halten oder mit der medizinischen Poliklinik, wo das hier gemacht wird. Und dann einmal noch eine Bildgebung von der Nierenarterie machen. Nicht nur, um die Nierenarterienstenose zu finden, sondern gerade bei jüngeren Patientinnen die fibromuskuläre Dysplasie, die uns als Kardiologen auch interessiert, weil sie häufig mit spontanen Koronardissektionen einhergeht und Karotisdissektionen. Daran nochmal denken und dann einmal die Nierenfunktion bestimmen. Das sind vielleicht so diese fünf Sachen, die ich machen würde. Schlafapnoe-Screening kann man machen, wenn die Anamnese passt, wobei es fairerweise unklar ist, ob die Therapie des Schlafapnoe-Syndroms auch zu einer Blutdrucksenkung führt. Dann ein Thema, arterielle Hypertonie bei älteren Menschen, Patienten über 80. Würdest du die gleichen Werte anstreben oder bist du liberaler oder ab welchem Alter bist du liberaler? Auch da haben wir viel diskutiert beim Schreiben der Leitlinien. Wir halten uns ja immer noch an den 65 fest. Ich glaube aber, dass das falsch ist, weil wir natürlich 65-Jährige sehen, die total fit sind. Die würden als 50-Jährige durchgehen. Wir sehen 80-Jährige, die würden wir als 60-Jährige einschätzen. Und wir haben auch Evidenz, die sagt, dass wir die älteren Patienten intensiv Blutdruck kontrollieren können. Und ich glaube, es geht eher um das biologische Alter als um das chronologische Alter. Also wenn vor mir ein 75-jähriger Patient sitzt, der total fit ist, dann würde ich den genauso behandeln wie einen Patienten, der 60 ist. Wenn aber vor mir ein Patient sitzt, der 75 ist und multimorbide, frail ist, gebrechlich ist, dann ändert sich hier die Einstellung. Also ich glaube, wir müssen so ein bisschen an dem biologischen Alter mehr festmachen als am chronologischen Alter. Vielleicht das letzte Thema, eben die renale Denervation, oder? Ich glaube, du hast das schön aufgezeigt und ich glaube, das darf man und muss man betonen. Die Evidenz basiert auf randomisiert kontrollierten Studien, die kein Placebo hatten, sondern eine Shame Procedure, also wirklich ein enorm großer Aufwand, um wirklich sicherzustellen, dass auch die Patienten in der, in Anführungszeichen, Kontrollgruppe nicht wissen konnten, ob eben die aktive Therapie oder eben eine gleich aussehende angebracht wird. Also insofern ist das natürlich wirklich eine extrem hohe Evidenz für diese Wirkung, die du gezeigt hast. Erzähl uns mal, wie lang dauert diese Prozedur mit einem dieser beiden jetzt von dir vorgestellten Devices? Ist es immer noch so, doch auch teilweise schmerzhaft wie früher? Wie läuft das? Also Eingriff dauert etwa 45 bis 60 Minuten, wird in Analgosedierung durchgeführt. Je nachdem, welches System man verwendet, ist man auch schneller fertig. Sicherheit ist etabliert mit diesen Devices, liegt unter 1%, was vaskuläre und Langzeitkomplikationen angeht. Und die Patienten, wie gesagt, haben eine Analgosedierung, das heißt, sie wissen nach dem Eingriff dann auch nicht, ob es wehgetan hat oder nicht. In der Regel ist die Ablation der Nervenfasern etwas schmerzhaft, deswegen müssen wir das machen, die Analgosedierung machen, aber wird von den Patienten gut vertragen. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Ich danke.